Wir müssen üben. Ja, alles klar. Guten Morgen, Rudi. Wir Ja, sind jetzt guten noch richtig Morgen. erhitzt heute, habe ich festgestellt. Die Schuldenbremse macht uns ja schwer zu schaffen. Ja? Ja. Die deindustrialisiert werden wir alle jetzt durch die Ampel. Deindustrialisiert. Die Ampel kann das, die macht einfach so: Klick, Klick, Klick. Und wir sind deindustrialisiert. Es ist unfassbar, was die Journalie für einen Horizont hat. Ich muss dir das ehrlich sagen. Ich bin entsetzt. Genauso wie die britischen Labour-Leute Großbritannien deindustrialisiert haben die letzten 30 Jahre. Das passiert jetzt auch bei der Ampel. Ja, genau. Also Großbritannien ist ein hervorragendes Beispiel. Die Labour hat es jetzt geschafft, innerhalb von 4 Wochen Großbritannien zu deindustrialisieren, wenn man der Journalie Glauben schenken darf, und alles an die Wand zu fahren. Das muss man sich mal antun. Ja? Vorher Tory, 30 Jahre Tories, hat es nicht gegeben, genauso wenig wie bei uns Ja, allen. die haben das ja in die Zukunft geführt. Make Great Britain great again, ja? Yeah? Also. Ja, das haben die gemacht. Das haben die gemacht. Das ist wirklich neoliberaler Bullshit. Die haben nicht investiert in Infrastruktur, die haben nicht investiert in Schulen, die haben nicht investiert in Krankenhäuser. Die haben einseitig investiert bei uns hier in Deutschland, nach Ostdeutschland, haben dort alles vom Feinsten renoviert, Westdeutschland verkommen lassen, bis auf die Grundmauern. Und erzählen jetzt, die Ampel hätte das innerhalb der letzten 2 Jahre hingekriegt. Meine Herren, das ist eine Ampelleistung. Ich ziehe den Hut, ja. So gut muss man erst mal sein, ja. Das muss man erstmal schaffen, ne? Das wollen wir doch mal festhalten. Und die So, also ganzen es wird aber immer Tricksereien. deutlicher, Michael, es wird ja immer deutlicher. Das Geld für Digitalisierung, für Energiewende, für Infrastruktur, bis ins Krankenhauswesen runter, Ausbildung und so weiter, ist nicht da. Das war auch schon 2021 nicht da. Und das war auch unter Merkel nicht da. Wäre es da gewesen, hätte man es ja dafür ausgeben können, ohne Not, ohne die Bevölkerung irgendwie zu inkommodieren. So, also bedeutet das doch, das Geld muss jetzt irgendwo her. Wenn es aus dem normalen Steuertopf nicht erreichbar ist zu bekommen, muss es woanders her. Die Auch Diskussion das müssen wir führen. ist richtig, Rudi. Die haben damals schon das Geld nicht gehabt und die haben damals schon ständig irgendwelche Sonderhaushalte kreditfinanziert. Das hat die SPD stillschweigend mitgemacht. Die ist nicht zum Bundesverfassungsgericht gerannt, wie es jetzt die CDU-CSU macht. Die hätten das mal machen sollen. Das habe ich mir damals schon gewünscht, aber keiner hat es gemacht. Ja? Weil das schon damals unseriös war. Ich kann mich Ja, hier. wir waren ja zu staatstragend. So wie Friedrich Ebert noch ein kaiserlich treuer war, ja, verstehst du? Sind wir auch Ja, weiterhin immer als Sozialdemokraten noch so staatstragend, dass wir so einen Unsinn nicht machen, weil er uns ja nur wehtut, ja? das Schlimme finde ich, dass die Journalie jetzt hemmungslos so argumentiert, überhaupt nicht mehr sieht, welche Geschichte diese ganzen Sachen haben, sich nicht mehr daran erinnert, dass es eine Nullzinspolitik gab, dass die EZB Geld zur Verfügung gestellt hat, quasi geschenkt. Und auch damals noch rumgenölt hat, wir brauchen eine Schuldenbremse. Also wenn du Geld bekommst, ohne dass du Zinsen bezahlen musst, dann ist eine Schuldenbremse nicht nur überflüssig wie ein Kropf, sondern es ist wirklich eine Zukunftsbremse. Und diese Zukunftsbremse wird ja zwischenzeitlich sogar von all diesen reaktionären Wirtschaftsprofessoren im Ja, selbst von denen, selbst von denen. kritisiert, ja. Und die Industrie schreit ständig, ihr habt uns verkommen lassen, ja. Also tut auch so, als wäre das in den letzten 2 Jahren passiert. Das ist doch wirklicher, Entschuldigung, Bullshit. Ja. Da kann ich mich nur aufregen. Am frühen Morgen, ja, trinke ich noch einen Kaffee da drauf, ja, und dann könnte ich mit dem Kopf durch die Wand rennen. Das ist döpfnergetriebener Journalismus, der hat überhaupt nichts mit Realität zu tun, sondern da werden ideologische Gräben aufgerissen, um den nächsten Wahlkampf gegen Olaf Scholz zu gewinnen. Und diese ganze Chose wird vorbereitet, ja. Wenn man Ja. in andere Länder guckt, also Großbritannien jetzt, da ist der Volksaufstand, in Anführungsstrichen Volksaufstand schon im Gange. Dabei ist es bloß ein von rechts, beziehungsweise
von einem Mob gesteuerte Straßenschlacht, die mit Politik gar nichts zu tun hat, aber es wird so hochstilisiert, als ginge es um das Volk und um die gesamte Politik. Das sehe ich auch so. Also da werden Sachen hochgezogen aus durchschaubaren politischen Gründen, die mit der Realität wenig zu tun haben und Themen gesetzt, die auch nicht gesetzt werden müssen. Wichtige Themen für die Zukunft fallen hinten runter. Infrastrukturinvestitionen ist ja nur eins. Dann haben wir Innovationspolitik gemacht, die gemacht werden müsste. Die Glasfaser, die Helmut Schmidt schon 1983 über ganz Deutschland ziehen wollte, haben wir immer noch nicht. Wir haben keine vernünftige Industriepolitik, wir haben keine vernünftige Ordnungspolitik, wir haben nur dumme Sprüche von den Spartanten und Sparonkels der CDU, CSU und der FDP, die überhaupt kein Interesse an einem funktionierenden Deutschland haben, sondern nur an Kapital. Ja, sie versuchen im sinkenden Schiff, im scheinbar sinkenden Schiff, was ja auch nicht zutrifft, das ist ein falsches Bild, irgendwelche rettenden Ufer zu erreichen, die sich dann nicht innerhalb unserer Grenzen der EU zum Beispiel befinden. Aber wo wollen sie ankommen? Sie werden nirgendwo ankommen, sie werden das Desaster schon zu spüren kriegen. Wir werden nicht drum herum kommen, dass wir an die ganz großen Vermögen gehen, weil da ist das Geld, in irgendwelcher Form ist es da als Vermögenswerte beleihbar und. Und wir müssen zusehen, dass wir das auch irgendwie flüssig kriegen. Genau, Rudi. Also ich denke auch, dass das ein Punkt ist, den wir auf jeden Fall nochmal in aller Ruhe aufgreifen müssen. Ich glaube, selbst Tilly ist schlecht in Laune, wenn sie die aktuelle Oppositionspolitik hört und sieht. Sorry. Ja, ich denke, wir machen mal einen Schluss für heute Morgen. Ja, Vielleicht wird wieder haben einer wir heute. meckern, dass der Hund im Hintergrund war. Genau, vielleicht können wir heute Abend uns nochmal zusammenschließen. Wir haben ja bald heute einen prall gefüllten Terminkalender. Jo, Jungs und Mädels, so viel für heute Morgen. Manchmal sind wir auch voll auf Kaffee, gell? So ist Ja, das. sogar mein Hund ist böse mit dieser Politik. So ist es. Ciao, ciao.